Bescheid. Und die Bocholter, die haben ja für eine Überraschung gesorgt, für zwei schon. Sie stehen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Wer hätte das gedacht? Zusammen mit Absteiger Braunschweig. Und wir haben uns gedacht, bevor sich das ändert, man weiß ja nie, zeigen wir Ihnen mal diese Mannschaft. Und wir berichten jetzt von dem Spiel Bocholt gegen Lüdenscheid. Mein Kollege Manfred Leschek wartet darauf, kommentieren zu dürfen. Eine neue Tribüne ist im Stadion am Hünding entstanden beim FC Bocholt. Für 1,4 Millionen Mark bietet sie 5.200 Zuschauern Platz. Also erhöhter Service für die zweite Bundesliga-Saison. 400.000 Mark hat der FC Bocholt selbst dazu beigesteuert. Zum heutigen Spiel gegen Rot-Weiß Lüdenscheid etwa 10.000 Besucher. Zum ersten Mal eine sechsstellige Einnahmesumme und der Gastgeber sofort diktierte das Gestehen mit Degen. Eine Neuerwerbung aus Köln, ein Abwehrspieler mit starkem Offensivdrang und Montelet, der Mittelfeldspieler, Kopfballchance nach knapp 10 Spielminuten. Die Lüdenscheider, an der dunklen Spielkleidung zu erkennen, eine Mannschaft, die kaum Ambitionen hatte, in die eingleisige zweite Bundesliga zu kommen, und Bocholt mit einem Bombenschuss von Müller überraschend schnell nach 21 Minuten 1:0 in Führung gegangen. Torhüter Wegner hatte keine Abwehrchance. Jetzt wurden sie etwas offensiver, die Gäste, nachdem sie vorher doch relativ defensiv, manchmal sogar destruktiv gespielt hatten. Torhüter Ferner im Bocholter Gehäuse fast arbeitslos. Und dann wieder der erste FC Bocholt. Wieder war es Müller, diesmal von der linken Seite. Enorm, was der kleine Mann schießen kann. 2:0, 26 Minuten waren gespielt. Der Neuling, noch vor ein paar Wochen im Amateurlager, macht also zunächst Furore. Aber die Rot-Weiß-Mannschaft aus Lüdenscheid, die Lopatenko einen wichtigen Spieler auf der Bank sitzen hatte, aber auch Tänzer fehlte beim FC Bocholt, fand nie den Spielrhythmus, den man ihr zugetraut hatte. Wieder die Bocholter. Zunächst eine schlechte Abwehr von Torhüter Wegner, dann Korbel, immer wieder Degner, Degen, und diesmal hat er keinen Schuss. Neben Ferner ist Degen einer der herausragenden Spieler in den ersten Spielen schon gewesen und auch am heutigen Tag. Die Rot-Weißen ideenlos mit Petkovic, einem trägen Mittelstürmer. Hier sehen wir ihn in Aktion. Er schießt hier endlich einmal. Es war der dritte Schussversuch überhaupt. Aber das war gar keine Gefahr für den ersten FC Bocholt. Jedermann war schneller, einsatzfähiger. Und dann ein Abpraller, 3:0, 42. Spielminute. Rieske, der Abwehrspieler, hatte den Fuß dazwischen. Das war auch der Halbzeitstand. Und die ersten Minuten nach dem Wechsel gehörten Lüdenscheid. Freistoß von Schermann, aber Ferner ist nicht in Gefahr. Und dann zwei Minuten später dieser Angriff. Helmis bekommt jetzt den Ball mit der Nummer 12, schießt direkt, aber auch dieser Schuss nicht platziert genug. Keine Gefahr für den ausgezeichnet reagierenden Ferner. Helmes, der im zweiten Durchgang für Petkovic ins Sturmspiel genommen wurde. Und dann wieder der FC Bocholt, diesmal mit Hansel, der für Philipp im zweiten Durchgang eingewechselt wurde. Dann Degen, er schoss aus allen Lagen, er hatte aber auch unwahrscheinlich viel Spielraum. Kein Gegenspieler, kein Abwehrspieler der Rot-Weißen konnte ihn in irgendeiner Form am heutigen Nachmittag decken. Dann wieder Angriffsversuch, wieder Helmes gegen Patzke. Dieser Eckball aber brachte auch nichts für die enttäuschend spielende Mannschaft aus Lüdenscheid. Der 1. FC Bocholt drauf und dran, noch mehr Tore zu erzwingen geradezu. Hansel, dann wieder Eigentor, 4:0, 71. Minute. Diesmal war Busch mit dem Fuß am Ball. Hoffnungslosigkeit bei den Lüdenscheidern, Ratlosigkeit, demoralisiert und natürlich eine total überlegene Mannschaft aus Bocholt. Zu kurze Abwehr aus dem Hinterhalt, 5:0 Bockenfeld, 87. Minute. Wer hätte das zu Beginn des Spiels gedacht? Aber der 1. FC Bocholt, heute gelang ihm alles, hatte noch nicht genug. Er wollte noch mehr Tore. 90. Spielminute, ein harmloser Rempler von Schäfer, Anspringer, Schiedsrichter Eschweiler, entscheidet auf Foulelfmeter. 90. Minute, Korbel, 6:0.
Das war auch der Endstand. 6:0 gewinnt der erste FC Bocholt gegen Rot-Weiß Lüdenscheid. Das halbe Dutzend also vollgemacht. Und es war so recht ein Geburtstagsgeschenk für Präsident Gerd Klotten. Heute wurde er 40 Jahre alt.